Aber dann würden wir uns halt zukünftig auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld sparen, was Dünger betrifft. Ich muss ja zukünftig vermutlich auch keine Samen mehr kaufen. Und Tierfutter muss ich auch nur ein einziges Mal kaufen. Das wäre schon in Ordnung. Moin, bist du der Schweinehirt? Ja, pass mal auf. In the valley. Alter, ein Tierfutter 28, das ist echt teuer. Und 40 brauche ich. Das wären allein 1200. Wow. Ich glaube, Goodbye. Tierfutter müssen wir immer wieder selber holen. Oder ich schaue, ob ich Samen hole. Ich sehe Kühe. Wow, wo kommst du denn her? Der hat keine Schweine. Ich will ein Schwein. Ach, und der Ertrag an Dünger hängt von deinem Level und der Anzahl der Tiere ab. Okay. Ja, ich werde mich vermutlich selber drum kümmern müssen. Sag mal, wo kann ich jetzt Schweine kaufen? Der hat keine. Der hat bloß Kühe. So ein Mist. Wo finde ich? Dreh dich dreimal im Kreis, springe, duck dich, mach einen Schritt nach rechts und frage. Du elende kleine Dirne! Hey, wie redet sie mit mir? How is life treating you? Moin! Bauernhoftiere, Schweine. Rolnika. Vielen Dank. See Sie you war nett. soon. Sie war wirklich nett. Rolnika. Wow. Rolnika ist echt weit. Aber wenn es gut läuft, muss ich nicht zurücklaufen, weil bis dahin könnte Mitternacht sein. Was war sie denn jetzt für eine blöde Kuh? Mega unfreundlich, ohne Spaß. Ich meine, mit zwei Schweinen, die können wir uns ja praktisch dann so lange hochzüchten, bis wir den Schweinestall voll haben. Also fünf. Und dann kriegen wir auch den Maximalertrag von Dünger. Unsere Fertigkeiten bei Landwirtschaft müsste ja Landwirtschaft sein, oder? Denke ich mal. Landwirtschaft sind wir schon relativ gut eigentlich. Sehe ich mich hier auch selber? Nein. Ich würde mich gern selber sehen. Und ich glaube, diesen Job würde ich später unserem Sohn geben. Der gute Manni könnte Schweinehirt werden. Das wäre doch herzallerliebst. Vorausgesetzt, ich kann mir jetzt Schweine leisten. Zwei Ferkel, die dürften halt nach Möglichkeit nichts kosten. Gar nichts. Das wäre sehr praktisch. Laber. Dann kann ich mir bloß einen Ferkel leisten. Weißt du was? Dann warte ich auf unsere Ernte und wir kaufen uns erst im Sommer Ferkel. Oh, jetzt hätte ich gerne den Fischbär. Habe ich den zufälligerweise dabei? Achso, den kann ich hier gar nicht machen. Und ein Schwein 1500. Das ist echt scheiße. Ich habe bloß 1000 oder 1200. Das heißt aber auch, dass wir uns nochmal Dünger kaufen müssen. Ich meine, ich werde sehr viele Leinsamen haben, die ich verkaufen kann. Ich schlafe jetzt einfach gleich. Und davon mit dem Ertrag dann zwei, vielleicht auch gleich das Geld in die Hand genommen und gleich Schweine geholt, weil die mit Sicherheit mehr scheißen als Ferkel. Ja, ist lieb von dir. Sonst wäre ich jetzt umsonst gelaufen. Ich gehe mal gleich pennen.
Schatzi, gute Nacht. Trink mir auf das. Alle Dorfbewohner sind zur Hochzeit. Och nein, das wird bestimmt wieder. Wir trinken auf das Paar. Wir feiern die ganze Nacht. Kann ich leider nicht. Ich würde es gerne machen. Aber immerhin, alle 15 Stimmung. Perfekt. Ich habe aber noch keine Schenke. Ich zahle nächsten Monat. Money ist immer noch so klein. Da muss doch langsam mal... Okay, Money ist inzwischen ein Jahr alt. Und wir haben gleich sehr viel Arbeit. Ich mache die Kupfersensen. Darum hatte ich mich nämlich noch nicht gekümmert. Und dann gehen wir gleich richtig geile Ernten. Kupferhacke. Ich hätte halt echt gerne richtige Sense. Kupfersichel. Ich bräuchte 2 Stämme. So viel Steuerschulden habe ich gar nicht. Das geht. Das klingt erstmal schlimm. Aber ich spare, bis wir 5000 haben. Ist zwar dumm. Sollte man vielleicht auch nicht wirklich machen. Ist aber ein Achievement. Wir haben Steuerschulden. Wo steht's? Hier. 1240. Beziehungsweise 451. Das geht. Ja, ja, ich habe sogar schon 2 oder 3 Mal Steuer gezahlt. Wir zahlen Steuern einmal im Jahr. Eigentlich im Frühling. Jetzt zahle ich das halt vielleicht erst im Frühling in 3 Jahren. Was soll schon passieren? Bleib hier. So, dann machen wir mal die Kupfersicheln. 2 Stück. Bronze können wir dann schon eine Sense machen. Aber die Technologie fehlt uns sowieso noch. Also bleibt erstmal beim Kupferwerkzeug. Wir haben auch schon sehr lange nicht mehr in Produktion geskillt. Das dauert echt ewig. Nee, ich würde die auf jeden Fall mindestens einmal pro Jahreszeit füttern. Ich hoffe, das reicht. Oder halt, bis Money alt genug ist, jemand anderen das machen lassen. Weiß ich bin halt oft auf Reisen. Da weiß ich nicht, ob ich die Zeit habe, mich permanent um Schweine zu kümmern. Gewicht haben wir 25 Kilo und ein bisschen mehr. Und wir kriegen hier richtig viel Flachs. Wenn wir das dann noch dreschen, kriegen wir auch richtig viel Samen. Für nächstes Jahr. 160 Samen behalten wir, den Rest können wir verkaufen und davon kaufen wir Dünger. Und gegebenenfalls Tiere. Ich denke fast, ich muss tagweise füttern. Wochen gibt es ja in dem Sinn nicht. Gibt ja bloß Jahreszeiten und Tage. Das sind ja kurze Jahreszeiten. Rein theoretisch ein Ingame-Tag ist ja sozusagen ein Monat. Aber ich habe jetzt praktisch hier ein so ein Feld, also 16 Felder. Das waren 16 Samen. Bekommen haben wir daraus 177. Das ist geil. Das heißt, damit haben wir schon genug Samen, um das Feld hier nochmal zu bestellen. Ich sag's bloß. Das heißt, alles andere an Samen können wir verkaufen. Heißt allerdings auch,
dass ich gleich sehr lange stehen werde. Um Flachs zu dreschen. Ja, ich denke, wir werden jemanden abstellen. Wenn wir aber hier die übrigen Flachssamen verkaufen und wir haben viel übrig, ich glaube, ich kaufe gleich Schweine. Scheiß auf die Ferkel. Und Gänse könnten wir uns auch gönnen. Will ich aber nicht. Wofür brauche ich Gänse? Höchstens für Weihnachten dann, zum Essen. Oh, Weihnachtsgans. Da hat mir sogar dieses Jahr mein Schwiegervater die Freude gemacht. Normalerweise bei meinen Schwiegereltern gibt es keine Weihnachtsgans. Da, also es gibt schon Braten, aber halt keine Gans. Das gab es halt immer bei meiner Mutter und seit da der Kontakt nicht mehr ist, war ich traurig, dass ich keine Weihnachtsgans bekomme. Und hat mein Schwiegervater ohne Scheiß gesagt: Ja, pass auf, dass du nicht verzichten musst, mache ich dieses Jahr eine Gans für dich. Das war so geil. Aber dafür liebe ich den. Wollte ich jetzt mal loswerden. Ich weiß, er schaut nicht zu, aber trotzdem, Grüße gehen raus. Alter, die Ausdauer. Vielleicht lassen wir das ab nächstes Jahr wirklich ein oder zwei Bauern machen. Wir sollten generell vielleicht wieder Dorfbewohner holen. Oh, das war schon die erste Sichel. Das ist nicht gut. Vielleicht doch lieber Steinsicheln nutzen. Könnte fast sinnvoller sein. Aber wir haben jetzt schon über 600 Flachs. Dementsprechend auch 600 Flachs-Samen, die sich halt echt gut verkaufen lassen. Mit Samen kriegen wir das meiste Geld. Erstmal kurz durchschnaufen. Ich glaube, allein mit den Flachssamen können wir uns ein Schwein, beziehungsweise beide Schweine holen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. So, langsam sollten wir auch abladen. Wir werden langsam schwer. Und ich habe tatsächlich schon wieder das Bedürfnis, heute länger zu machen. Ich will heute noch die Schweine und ich will auch das ganze Flachszeug fertig haben. Ich weiß ja nicht, also wenn ihr auch Bock habt, so ein bisschen. Ich würde sagen, ein bisschen bis doppelt so lang. Wer weiß? Weil sonst, wir hätten nur noch eine halbe Stunde, das ist halt echt nicht viel. Dann würde ich aber zwischendurch eine Pause machen und halt in der Pause stelle ich mich hin. Sag mal, sind gerade die Schweine und die Ferkel teurer geworden in Rolnica? Hast du nicht gesagt, die kosten 1000? Was ist denn da los? Was ich jedenfalls sagen wollte, dann würde ich praktisch einfach in der Halbzeit eine Pause machen und in der Pause hier Flachs dreschen. Das wäre so meine Idee. Wo ist denn hier Flachs? Da.
Das ist so viel, voll geil. Ich guck mal kurz, ob wir noch Steinsicheln haben. Oder generell Sicheln. Ja, eine Steinsichel noch. Ich nehme sie mal mit. Sicher, sicher. Aus dem Flachs müssen wir dann, wie gesagt, auch nochmal Fischernetze machen, dass wir das Fischfilet bekommen. Das nämlich selber zu fangen mit dem Fischspeer dauert halt auch super, super lang. Oh, wir werden gleich stinkreich sein. Fast schon bin ich gewillt, meine Steuerschulden zu zahlen. Aber nur fast. Und dann können wir uns doch eigentlich Tierfutter für ein Jahr holen. Oder mal zusammenrechnen. Vielleicht kommen wir sogar günstiger, wenn wir uns einfach die Bestandteile davon holen. Sprich, nochmal Haferkorn und Roggenkorn. Ein Jungtier kann 375 Euro. Ja, das haben wir, das haben wir. Schweinestall mit 2,5 Jahren können weibliche Schweineferkel zeugen. Oh, das ist gut, dass das ein bisschen dauert. Dann können wir einerseits irgendwann natürlich Schweine verkaufen. Weil die verkaufen wir natürlich erst, wenn sie ausgewachsen sind. Aber bis sie ausgewachsen sind, scheißen die uns ja trotzdem alles voll. Das ist genial. Da soll noch einmal jemand sagen, dass ich dumm bin. Ja, vielleicht ein bisschen. Nächstes Jahr macht das hier definitiv ein Bauer. Gar keinen Bock mehr da drauf. Das ist super anstrengend. Allein das mit der Ausdauer jedes Mal, das geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Okay, wir haben jetzt übrigens über 1000 Flachs. Und das Feld ist nicht mal annähernd gerodet. Wünschte ich mir, dass das Spiel multiplayerfähig wäre. Das wäre so cool. Okay, was brauche ich für die Steinsichel? Gut, die kann ich hier schon mal gar nicht herstellen. Eisensense kann ich, glaube ich, auch noch nicht lernen, oder? Dafür fehlt immer noch Technologie. Also, nicht Eisenwaffen, wenn dann Eisenwerkzeuge. Produktion 5000, ganz klar. Dann müsste das ja hier sein. Vier Steine, vier Stöckchen. Ich brauche noch zwei Stöckchen und 12 Steine. Ich mache mal gleich 3. Stöckchen mehr. Ich meine nicht, dass ich das nicht hinkriege. Gar kein Problem. Was ich gleich wieder loswerde. Vielleicht sollte ich auch mal das restliche Werkzeug bis dahin ablegen. Damit wir ein bisschen mehr tragen können. So, Schmiede, 3 Steinsensen. Wie lange kann das schon dauern?
Und das restliche Werkzeug lasse ich mal kurz zu Hause, damit wir möglichst viel schleppen können. Moin. Schön, dass er hier fleißig am Arbeiten ist. Hallo Schatz. Dann lasse ich das hier trotzdem als Puffer zu Hause. So, die Fackel brauche ich jetzt nicht. Das Säckchen brauche ich gerade nicht. Ich hole das später alles wieder her. Den brauche ich nicht unbedingt. Den Holzhammer brauche ich gerade nicht. Die Stämme brauche ich gerade nicht. Hacke brauche ich gerade nicht. Die könnten wir eigentlich essen. Wenn ich richtig gerechnet habe, wenn du zwei Schweine kaufst und das Futter für ein Jahr, also 6.660. Ich denke, wir kriegen das hin. Irgendwie. Ich habe bloß die Befürchtung, dass ich bei unseren Bauern gar nicht so viel Flachsamen verkaufen kann, wie ich jetzt kriege. Die kann ich aber bestimmt bei irgendjemand anderen auch verkaufen. So. Aber 6.660, das ist echt eine Hausnummer. Aber man muss dazu sagen, es sind einmalige Anschaffungskosten. Stimmt. Da, wo ich die Schweine kaufe, kann ich auch mit Sicherheit Samen verkaufen. Ja, schnauf mal durch. Du faules Stück. Hallo? Der hat hier gerade gar nichts geerntet. Aber so oder so, wir werden einige Bauern arm machen. Und das voller Freude. Einen Bauern werden wir dafür aber auch ziemlich reich machen. Was ist denn mit dir? Wirklich, der tut hier so, als würde ein Marathon laufen. Das ist ein bisschen Feldarbeit. Stell dich doch nicht so an. Ich hab eine Raucherlunge. Vollidiot. Ja, Fettbauch Joe ist hier wirklich super mit Google. Dankeschön. So, und wenn wir dann nämlich in die Pause gehen, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Dann kann ich währenddessen Discord aufmachen. So, das haben wir. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Flachs wir insgesamt haben. Ich meine, das gibt auch super viel Leingewebe. Dieses Jahr gehen wir steil. 1600 fast. Alter, das ist echt nice. So, dann gehen wir jetzt hier Getreide. Also Weizen. Ich brauche 100 Weizen für den König. Das heißt, ich muss aus einem Feld mindestens zwei Stück... Okay, ich brauche gar nicht mehr nachschauen, das kriegen wir hin. Und das sogar ziemlich problemlos. Dann bleibt auch noch ein bisschen Weizen für uns übrig. Ein bisschen Kohl können wir hier ernten, das ist natürlich nicht so viel. Das mit der Ausdauer dabei nervt mich schon. Bin ich ganz ehrlich. Vor allem mit welcher Begründung denn? Das ist ein Armschwung. Wenn es sein muss, mache ich das den ganzen Tag. Also echt keine Ausdauer. Das erinnert mich an die Anfangszeit bei Skyrim. Ja, oh Gott.
Nicht nur, dass er ständig keine Ausdauer hatte, vor allem, dass er auch nichts tragen kann. Das ist so ranzig. Ich meine, gut, so ein Schwert wiegt was. Eigentlich ist es ja sinnvoll. Aber es ist ein Spiel. Weißt du, man kann es auch übertreiben. Der sollte wenigstens am Anfang ausdauertechnisch schon das Doppelte haben. Dann hättest du zumindest eine sinnvolle Grundsubstanz. Ich denke, eine reicht.